So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video wollen wir uns mal mit Kreativtechniken beschäftigen. Kreativtechniken, was ist das? Wenn wir entwickeln, also wenn wir programmieren, dann ist es oft so, dass wir vor Problemstellungen stehen, die nicht so einfach zu handhaben sind. Das heißt also, oft haben wir Problemstellungen, die eine entsprechende Komplexität haben. Das heißt, wir müssen uns erst einmal Gedanken machen, wie werden wir dieser Komplexität, ja, wie können wir das Ganze handeln, wie können wir letzten Endes das Problem lösen. Und in diesem Video geht es mal darum, so ein bisschen professionelles Vorgehen mit an den Tag zu legen. Das heißt also nicht direkt an den Editor zu springen und irgendwelchen Code anzutippen, sondern sich wirklich erst einmal Gedanken zu machen. Und so ein paar Techniken, so ein paar Tipps, die mir selbst auch oft helfen, vorzustellen, wie man denn überhaupt einen Weg findet, den man gehen kann. Das heißt also, ich habe eine Problemstellung, wo muss ich hin? Wie bewege ich mich da drin? Wie gehe ich vor? Und im einfachsten Falle, Sie sehen es hier ja schon, ich habe einfach ein Schreibprogramm offen. Im einfachsten Falle gehen Sie einfach hin und schreiben Ihre Gedanken einfach nieder. Ja. Als Beispiel, stellen wir uns mal vor, ich mache mal die Schriftgröße ein bisschen größer, dass Sie auch was sehen. Gehen wir mal davon aus, Sie wollen ein Ping-Pong-Spiel bauen. Ja. Das habe ich ja schon in einem Video mal gezeigt, wie so ein Ping-Pong-Spiel gegen den Computer aussehen könnte. Also Ping-Pong Spiel. So. Und jetzt weiß ich nicht, wie soll ich vorgehen. Ja. Was hier oft helfen kann, ist, dass man sich mal einfach so stichpunktartig seine Gedanken niederschreibt, im Idealfall auch noch ein bisschen strukturiert. Zum Beispiel sich mal einfach so Gedanken macht, was brauche ich eigentlich? Gut, ein Ping-Pong-Spiel, was man da brauchen könnte, dass wir eine Spieleoberfläche haben. Ne? Spieleoberfläche. Na, das wären, ne, also wirklich so stichpunktartig, können auch Sätze sein und so weiter, dass man so einfach mal notiert, was braucht man. Spieleoberfläche. In der Spieleoberfläche soll es natürlich einen Ball geben. Und ein Paddle, das brauchen wir ebenfalls. Ja. Damit wir also den Ball auch wirklich wieder wegschießen können und auffangen können und so weiter, das wären mal so Sachen, die wir brauchen. Ja. Zu dem Thema, was ich jetzt hier hingeschrieben habe, in der Spieleroberfläche soll es einen Ball geben und einen Paddle. Das können wir dann zum Beispiel auch weiter vertiefen, indem wir hier zum Beispiel Einrückungen machen. Das wäre ganz sinnvoll. Na, zum Beispiel auch mit so einem Pfeil, dass man das Ganze wirklich ein bisschen strukturiert und sich da diesen Punkt hier ein bisschen näher beschreibt. Spieloberfläche soll es einen Ball geben. Der Ball soll möglichst autonom sein. Na, das heißt also, der soll selbstständig im Spielfeld herumfliegen können, soll an den Wänden abprallen und so weiter. Vollkommen egal, ob es eine Benutzerinteraktion gibt oder nicht. Autonom sein, unabhängig von Benutzereingaben. Ne? So, dass man das Ganze so ein bisschen ausformuliert. Ne? So, das kann man weiter vertiefen. Ne? Der Ball soll an den Wänden abprallen können. Dass man das Ganze also immer weiter auskommentiert, wie man sich das Ganze hier letzten Endes vorstellt. Ne? Irgendwann könnte man dann hier zum Beispiel auf die Idee kommen, gut, man könnte den Ball als einen gesonderten Thread darstellen, Stichwort Multithread-Programmierung, ne? Und so weiter. Das heißt also, man kann dann hier die einzelnen Punkte entsprechend auskommentieren, wie man sich das Ganze vorstellt. Das ist eine gute Hilfe, dass man einfach mal seine Gedanken niederschreibt, im Idealfall das Ganze noch ein bisschen strukturiert
Also zum Beispiel mit entsprechenden Einrückungen, dass man das Ganze sinnbehaftet macht. Das kann oft sehr weiterhelfen. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man eine Mindmap anlegt. Da gibt es auch Software dafür freie. Zum Beispiel, ich benutze hier unter Linux FreePlane. Da kann man einfache Mindmaps damit erstellen und auch bearbeiten. Habe ich hier zum Beispiel auch zum Thema Ping-Pong-Spiel damals gemacht, wie ich dieses Spiel wie ich dieses Spiel realisiert habe in C. Das ist auch eine gute Hilfe, weil ich hier gleich auch eine entsprechende Struktur reinbringen kann, das Ganze, also meine Gedanken auch gleich entsprechend ordnen kann. Na? Also wie gesagt, was ich Ihnen damit vermitteln möchte, machen Sie sich erst einmal Gedanken, bevor Sie überhaupt direkt an den Editor springen und irgendwelchen Code eingeben. Und es macht auch wirklich nichts, wenn Sie sich dazu, es kann auch auf dem Notizblock sein, erst einmal Ihre Gedanken machen, sich das Ganze niederschreiben, das Ganze überhaupt in eine entsprechende Form zu bringen, damit Sie wissen, wo Sie hin müssen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt einen Faden hat, einen Weg hat, den man gehen muss. Hier bin ich jetzt in einem Programm, das ist gerade für die UML-Modellierung, ist das eine super Sache, zum Beispiel für Klassendiagramme und so weiter zu erstellen. Kann ich Ihnen auch nur empfehlen, dass Sie erst einmal bei komplexen Projekten anfangen auch zu modellieren. Na, zum Beispiel, was brauche ich für Klassen? Dass Sie die Klassen dann hier entsprechend erstellen. Zum Beispiel, ich brauche eine Klasse, zum Beispiel eine Klasse Spieleoberfläche. Wäre vielleicht sinnvoll für unser Spiel. Ne? Und das dann entsprechend weiter auskommentieren, was Sie da alles benötigen an Attribute, was an Methoden rein muss und so weiter. Ideen für Klassendiagramme, ja, also für die einzelnen Klassen, die Sie brauchen und wie die im Zusammenhang stehen sollen, können Sie zum Beispiel auch bekommen, indem Sie, wie gesagt, Ihre Gedanken einfach mal niederschreiben und versuchen, in eine Form zu bringen. Ne? So, genauso auch, wenn Sie das entweder auf dem Notizblock machen oder hier im Schreibprogramm oder mit einer Mindmap, diese Möglichkeit kann Ihnen dann auch Ansätze liefern für Klassendiagramme. Ne? Sie können also wirklich aus einer Mindmap oder aus Ihren Notizen, die Sie gemacht haben, können Sie auch wirklich später dann ein komplettes Klassendiagramm extrahieren. Das ist kein Problem. Ne? Dass Sie sich aber da erst einmal so ein bisschen Gedanken machen. Wie gesagt, im Idealfall das Ganze auch noch hier, sofern Sie es objektorientiert machen und dass Sie es dann auch hier entsprechend modellieren, bevor Sie dann wirklich an den Editor springen und irgendwelchen Code angeben. Weil wenn man es da überstürzt, Anfänger neigen oft dazu, direkt an den Editor zu springen und irgendwelchen Code anzugeben. Problemchen ist da, wenn Sie es mit einer entsprechenden Komplexität zu tun haben, da kann der Schuss ganz schnell nach hinten losgehen. Das heißt also, Sie werden dann auf einmal mitten in Ihrem Programm feststellen, oh, das funktioniert doch nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Muss mir das Ganze nochmal komplett neu durch den Kopf gehen lassen. Ich muss mir komplett neue Gedanken machen. Das klappt so nämlich nicht. Ich komme so nicht mehr weiter. Ne? Und dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Dann haben Sie nämlich in diesem Moment haben Sie dann schon wertvolle Zeit verloren. Ne? Also es schadet nichts, wenn Sie ein bisschen mehr Zeit investieren. Das kann sehr von Hilfe, von Nutze sein. Ich werde ja auch oft zum Thema Spieleprogrammierung gefragt, gerade da. Ist es zu empfehlen, machen Sie sich erstmal Gedanken. Weil Computerspiele, selbst die einfachen 2D-Spiele, die haben oft eine entsprechende Komplexität. Also es gibt zwar entsprechende Bibliotheken in den jeweiligen Programmiersprachen, die Ihnen da das Leben erleichtern, die Ihnen da sehr viel Arbeit abnehmen, aber trotzdem haben Sie es gerade bei Computerspielen oft mit einer sehr hohen Komplexität zu tun. Und gerade da ist es zu empfehlen, dass Sie nicht direkt hineinspringen und fangen an, irgendwelchen Code einzugeben, sondern dass Sie wirklich erst einmal hingehen und machen sich Ihre Gedanken. Ja. Wie gesagt, sei es auf dem Notizblock, das mache ich zwischendrin auch gerne, oder dass Sie wirklich im Schreibprogramm das Ganze machen oder dass Sie wirklich eine Mindmap erstellen. Da gibt es, wie gesagt, auch entsprechende Software, wie zum Beispiel FreePlane,
welches ihnen hier die Arbeit erleichtert, welches auch das Zusammenfügen hier von Knoten und so weiter ermöglicht, ohne Probleme. Und dass sie sich da erst einmal Gedanken machen. Okay. Das war es an dieser Stelle schon wieder. Bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen vielleicht ein bisschen weiterhelfen, vielleicht bei Projekten, an denen Sie selbst gerade arbeiten, dass ich Ihnen da vielleicht ein paar Ideen geben konnte. Würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.